Jan-Erik schreibt: Ich und ein Freund von mir, übrigens Esel nennt sich mal zuerst, lieber Jan-Erik, ich und ein Freund von mir haben dasselbe Fahrrad für 600 Euro beim selben Fahrradladen gekauft. Moment, ihr habt das gleiche Fahrrad gekauft. Moment, die haben genau dasselbe Fahrrad gekauft, abgefahren. Das hat der Händler aber einen guten Preis gemacht, ey. einen guten Gewinn, nicht einen guten Preis. Bester Fahrradverhändler. Wir sind voll die Grammar-Nazis. Ja, wir sind eigentlich voll die Idioten, das stimmt. Ist das jetzt eigentlich eine Matheaufgabe? Das fing irgendwie so an wie so eine Matheaufgabe. Stimmt, die Textaufgabe. Mein Freund und ich haben uns ein Fahrrad für je 600 Euro gekauft. Beide Fahrräder waren eigentlich nur 300 wert. Wie viel Verlust haben wir gemacht? Danke im Voraus. 10. Okay, Moment. Mein Freund hat es ungefähr ein halbes Jahr vor mir gekauft. Wir haben beide ein Angebot bekommen, eine ohne Sorgenversicherung bei einem Monatsbeitrag für die ersten 12 Monate 15 Euro und die folgenden Monate 10 Euro abzuschließen. Es ist wirklich eine Textaufgabe, Mann. Ich habe jetzt schon irgendwie halb abgeschaltet, ey. Das wird zu kompliziert, was der da schreibt. Im Fall eines Unfalls oder ähnliches repariert der Fahrradladen das Rad halt kostenlos. So, jetzt kommt er aber zu seiner eigentlichen Frage abseits der Versicherungsgeschichte. Der ist auch so geil. Oh, yeah. Wie steht ihr zu der Erwartungshaltung, dass Männer handwerklich geschickt sein sollen? Ey, genau so funktionieren Textaufgaben, ey. Ich habe 3 Äpfel, ich esse 4. Wie viel ist 8 durch Pi? Was ist das denn? Ich hatte damals tatsächlich einen krassen Fahrradverbrauch, weil ich halt richtig viel in meinem Fahrrad fahren musste zur Schule. Fahrradverbrauch? Ja. So ein Verschleiß oder was? Ja, die sind halt selten, weißt du, Fahrräder, die beim Rückwärtsfahren piepen. Peters Fahrräder waren auch mal motorisiert und hatten 4 Reifen. Nein! Ja, das ist ein Fahrradrollator. Ich muss sagen, okay. Ich kann auch gar nichts, aber ich glaube so, ich kann wirklich so technisch... Traue ich mir halt nicht, ich habe nicht mal eine Bohrmaschine oder so eine Scheiße. Obwohl ich auch täglich nach Kevlar gefahren bin mit dem Fahrrad, hatte ich nicht so einen hohen Fahrradverbrauch. Ich glaube, ich hatte insgesamt 3 in all den Jahren. Dein Fahrrad hat ja auch keinen Motor. Ich hatte auch nicht mehr als 3, und aber ist mit die Diesel Sachen gelaufen. Sind halt schneller kaputt gegangen. Ja, aber man war halt bei Wind und Wetter und dann Peter jeden Tag halt 1 Stunde 20 Minuten ungefähr. Peter hat im West-Weze Vietnam gewohnt, da musste er halt erstmal durch Unterholz fahren und so. Mit einer Machete erstmal den Weg durchbahnen. Da kann und dann, hat, ein oder dann kommt noch du hast 1 Stunde 20, du hast 40 Minuten pro Strecke gebraucht? Er hat halt auch nur 10 km/h, der ist gedrosselt, der Rollator. Peter geht auch schon gar nicht mehr auf diese scheiß Trash-Talk ein. Das sind ich versuche gerade die anderen Fragen zu lesen. Ich hatte heute leider nicht so viel Vorlaufzeit, weil ich in den übelsten Stau geraten bin. Samenstau. Wenn mal so die Kette abspringt oder so oder ein Reifen platt ist. Boah, tatsächlich. Ketten habe ich auch wieder angelegt. Als letztes nach Frankreich gefahren bist. Oh. Was? Boah. Gut, Peter, weiter. Nächste Frage.